Ich bin Bettina Sturm von Respekt Herr Specht, der Unternehmensberatung für Quereinsteiger in der Gastronomie. Ich unterstütze dich dabei, deinen Traum vom eigenen Café oder sonstige Gastro zu verwirklichen und zwar so, dass es dich auch finanziell trägt. Und jetzt habe ich noch was für dich. Standort und Konzept. Bitte alles mit Strategie. So. Die Frage oder eine typische Frage da ist Standort oder Konzept. Was ist wichtiger? Was ist mit der Konkurrenz? Also, Konzept. Zuerst kommt das Konzept. Ein Konzept, damit meine ich, was ist denn eigentlich dein Angebot? Ja? Was ist das Besondere und für wen ist das Angebot? Mit Angebot meine ich, und das ist das, warum ich auch mal sage, bei mir bekommst du die Unterstützung, dass du auch ein Angebot entwickelst, mit dem du dich später finanzieren kannst. Denn für mich ist Kaffee und Kuchen kein Angebot. Ja? Für mich ist Angebot immer irgendwas, dass du zum Beispiel ein bestimmtes Thema bedienst. Ich gebe es jetzt mal ganz kurz mal als Beispiel. Wir haben ja in München ein Café, das heißt Kitchen to Soul. Da ist das Thema dieses Cafés Persönlichkeitsentwicklung. Und das Angebot sind verschiedene Einkommenssäulen. Klar, die haben einen Kaffeebereich, wo du Kaffee trinken kannst und Kuchen essen kannst und die haben Mittagstisch und so weiter und so fort. Die haben aber zu dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel auch eine Bücherauswahl. Und zwar eine ziemlich geniale und ziemlich große. Darüber hinaus haben sie das Veranstaltungsangebot. Das heißt, sie geben selber Veranstaltungen und sie geben anderen Coaches, Berater oder jener, der sich dort bewirbt, die Möglichkeit, dass sie dort auch Veranstaltungen abhalten können, Vorträge, Workshops und so weiter. Und du kannst auf der anderen Seite diese Räumlichkeiten auch buchen für deine eigenen Veranstaltungen, für Coachings und so weiter und so fort. Als nächste Einkommenssäule kannst du dann auch noch diese Räumlichkeiten komplett buchen und da die dicke, fette Party starten. Genau, also. Angebot, Thema, Persönlichkeitsentwicklung, da verschiedene Einkommenssäulen drunter. Das ist das, was ich euch ans Herz legen möchte. So, wenn du dir das überlegt hast, ist der nächste Schritt die Standortanalyse. Und da musst du dir überlegen, was für Anforderungen hast du denn mit deinem Konzept an deinen Standort? Das heißt, da geht es dann darum, wenn du verschiedene Angebote hast, nehmen wir mal dieses Kitchen to Soul, das zum Beispiel auch die Bücher hat, dann brauchst du auch eine Ecke, wo diese Bücher ihren Platz finden. Ja? Dann brauchst du auch ein Konzept, wo du abends überhaupt aufmachen darfst und so weiter und so fort. Das heißt, das musst du immer im Kopf behalten dabei. Erstes Konzept, dann die Standortanalyse. So, das habe ich gerade schon gesagt. Angebot in USP, was ist das Thema von deinem Café? Was ist das Angebot? Wer ist dein Wunschgast? Also deine Zielgruppe. Bei der Standortanalyse ist es eben auch die Frage, ist denn an diesem Standort, den du da jetzt im Visier hast, sind da deine Wunschgäste überhaupt unterwegs? Und dann ist die Frage, in welcher Frequenz denn? Ja, laufen da jetzt 5 potenzielle Kunden in der Stunde lang oder sind es 50? Das ist immer standortabhängig und wie gesagt, es nützt uns gar nichts, wenn da Hunderte von Leuten aber keiner dabei ist, der für dich interessant ist. Das heißt, was kannst du im ersten Schritt machen? Sogenannte Frequenzmessung, da ist so ein Frequenzmesser, den kannst du bei Amazon bestellen und da klickst du einfach mal durch, zum Beispiel an einem Montag in den anvisierten Öffnungszeiten, wann kommen wie viele Leute dort vorbei. Um eben auch zu sehen, wann ist da das höchste Publikumsaufkommen. Das ist dann letztendlich auch das Thema Laufkundschaft, das du ja auch mitnehmen willst. So, und im zweiten Schritt machst du dann Kundenbefragungen oder potenzielle Kundenbefragungen. Das heißt, du machst mit den Passanten, die dort vorbeigehen, Interviews und fragst sie eben zum Beispiel, du stellst denen das vor, was du vorhast und fragst sie, wie sie das finden. Um rauszukriegen, ja, könnte das ein potenzieller Kunde für mich später sein? Oder aber auch, was er dann zum Beispiel sagt, warum nicht? Oder was er stattdessen gerne hätte? Ja? Das ist die große Frage und dann ist es super spannend rauszukriegen, was da los ist an deinem Standort.
Also, aus dieser Standortanalyse als Ergebnis bekommst du dann zum einen raus, ist da deine definierte Zielgruppe unterwegs? Und wenn nicht oder nicht ausreichend, dann musst du dein Konzept anpassen. Und das Allerwichtigste ist, passt dein Konzept überhaupt an diesen Ort, zu dieser Zielgruppe, weil sonst musst du dein Konzept zumindest in Teilen anpassen. Jetzt ist es vielleicht so ein bisschen Wusel-Wusel. Ich erkläre das nochmal ganz kurz an einem Beispiel, wo es eben genau nicht funktioniert hat. Also, da ist ein Gründer gewesen, der hatte das Konzept, er will so ein Café-Tagesbar aufmachen mit Frühstück und Mittagessen. So, das Konzept war ausgelegt in erster Linie auf A-Lage, das heißt viel Laufkundschaft. So hatte er auch seine Frequenzen berechnet und so hatte er auch überlegt, was auf seine Karte irgendwie draufkommt, wie seine Öffnungszeiten sind und so weiter und so fort. So, es gestaltete sich das aber in der Stadt sehr schwierig, überhaupt eine Location zu bekommen. Und das ist ja, je nach Ballungsgebiet, kann das schon mal auch dauern, bis da eine Location ums Eck kommt. Und ich kann das total verstehen, dass ihr dann immer so, oh, scheiße, ich warte jetzt hier irgendwie schon 1,5 Jahre und die Location passen irgendwie alle irgendwie nicht. Und ich will jetzt aber loslegen. Und so war es bei dem auch. Er hat dann irgendwann zugeschlagen, hat diese Location übernommen und hat das Konzept, was er für diese A-Lage hatte, übertragen auf diesen Standort. Beziehungsweise er hat sie nicht übertragen, er hat sie einfach übernommen. So. Das große Problem, was dann auftrat, war, dass der Standort eine C-Lage ist. Oder war. Ja, das heißt, da waren lauter Bürogebäude ums Eck. Das hatte mit großer Laufkundschaft leider überhaupt nichts zu tun. Ja. Er hatte also sein altes Konzept über diesen Standort rübergestülpt und hat es nicht angepasst. Was hätte er zum Beispiel tun können? Ja? Also wenn du in der Bürogegend bist, dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass die Öffnungszeiten nur von Montags bis Freitags sein werden. Wochenende brauchst du nicht aufmachen. Dann wird es so sein, dass viele wahrscheinlich auch schon am Freitagmittag irgendwie Schluss haben. Das heißt, es hat schon mal auf jeden Fall Auswirkungen auf deine Öffnungszeiten. Aber noch viel mehr geht es darum, was passiert denn den Tag über? Ja? Das heißt, wenn da Bürogegend ist, wird wahrscheinlich der Bedarf sehr groß sein, morgens was to go mitzunehmen. Und mittags muss es irgendwie schnell gehen. Das heißt, entweder bestelle ich vorab irgendwas und mache dann nur noch Pickup und nehme meine Sachen mit. Oder aber ich bestelle dort was und ich weiß, das geht da schnell. Und dann trinke ich halt was, so lange, bis ich mein Essen bekomme. So, das hat derjenige leider nicht gemacht und hat dann nach 4 Monaten sein Laden wieder geschlossen. Also, das zum Thema, was kommt erst, Konzept oder Standort. Was in dem Bereich auch noch häufig gefragt wird, ist, was ist denn eigentlich mit der Konkurrenz? Ja, da sind irgendwie schon 3 oder 4 andere Cafés, soll ich denn da jetzt auch noch hin? Oder gehe ich irgendwo hin, wo irgendwie gar keiner ist? Ja? So, da gelten erstmal die schon angesprochenen Überlegungen, passt der Standort zu deinem Konzept? So, und dann ist es ja mal so, wenn da noch mehr Konkurrenz ist, dann ist das ja erstmal ein Zeichen, okay, da ist ordentlich was zu holen, ist ja schon mal geil, ja. Und wenn du dann ein Konzept hast mit einem Thema oder einem USP, wie zum Beispiel, anderes Ding, Kaffee und Kuchen aus Island oder Frankreich, dann grenzt du dich ja von deiner Konkurrenz ab, ja. Und da diese Thema, sag ich mal, Island, Frankreich oder Personalentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung in der Regel was mit dir und deiner eigenen Geschichte zu tun hat, wirst du keine große Konkurrenz haben, weil die Leute kommen dann ja zu dir, weil sie dich und dein Konzept geil finden. Ja? Und es wird so schnell keinen anderen geben, der ein isländisches Café aufmacht, weil wenn er die Geschichte dazu nicht hat, wo soll dann das Feuer dafür herkommen? Also Konkurrenz, egal. Ja? Und am Strich ist es aber immer wichtig, die Fragen zu beantworten, warum sollen die Gäste denn zu dir kommen? Und was bietest du denen an, dass die dann auch wirklich dauerhaft